Wir sind bei der Sternauto GmbH am Standort in Leipzig. Heute geht es aber nicht um Autos, sondern heute geht es um Azubis. Denn die Sternauto GmbH bildet nämlich auch Azubis aus. Und was die ausbilden und wie das Ganze abläuft, das erklären mir mal diejenigen, die es wissen müssen. Und zu denen gehen wir jetzt. Komm mit! Ich treffe in der Werkstatt jetzt den Alex, der ist Kfz-Mechatroniker. Und da bin ich mal gespannt, was der so den ganzen Tag zu tun hat. Alex, grüß dich. Hi. Hallo Jan. Wir sind in der Werkstatt. Was gibt's hier? Ganz genau. Hier gibt es vor allen Dingen PKWs und ich bin als Kfz-Mechatroniker in diesem Bereich für PKWs zuständig. Das heißt also, ich kenne noch den Kfz-Mechaniker, ich bin ein bisschen älter. Ja. Also das denkt man nicht, aber es ist so. Aber ich kenne noch den Kfz-Mechaniker, den gibt es nicht mehr? Ganz genau. Mittlerweile durch die Vielfalt an elektrischen Systemen haben wir mittlerweile den Kfz-Mechatroniker. Mhm. Und der verbindet sozusagen den Kfz-Mechaniker und den Kfz-Elektriker. Okay. Dafür haben wir neue Möglichkeiten der Spezifikation, nämlich die Nutzfahrzeugtechnik und System- und Hochvolttechnik und so wie in meinem Fall PKW. Ah, okay. Das heißt also, mittlerweile ist es halt ein Beruf, Kfz-Mechaniker und Elektriker. Genau. Und das ist also eins. Das bedeutet also, der Umfang der Ausbildung ist auch ein bisschen krasser schon, weil ich meine, du lernst elektronische Systeme und mechanische Systeme. Ganz genau. Wir lernen viele elektrische und elektronische Systeme kennen, wie man sie diagnostiziert, welche Probleme auftreten können, wie man diese Probleme erkennt und vor allen Dingen, wie man diese Probleme löst. Weil dann, das ist ja das Problem, deswegen kommt der Kunde zu uns. Er hat Probleme und möchte, dass sie behoben werden. Das heißt also, ich kann extrem vielfältig auch selber arbeiten am Auto, weil ich muss ja nachdenken. Ihr müsst euch vorstellen, ihr kommt mit dem Auto hierher, ihr wisst nicht, was kaputt ist. Alex weiß es auch in dem Moment noch nicht. Und ihr analysiert dann, guckt, steckt eure Messgeräte dran und prüft und findet am Ende den Fehler und repariert das aber auch dann. Ganz genau. Früher war es so, wir brauchten die Zusammenarbeit von zwei Personen sozusagen, dem Mechaniker und dem Elektriker. Mittlerweile macht das eine Person. Der Vorteil ist natürlich, ich kann an verschiedenen Systemen arbeiten, die zum Teil auch durch die Verbindung und die Verknüpfung untereinander, miteinander zusammenarbeiten. Und das eröffnet ganz viele neue Möglichkeiten. Jetzt haben wir über elektrische, elektronische Systeme gesprochen, aber es ist ja auch der Mechaniker mit inbegriffen. Das bedeutet also auch ganz normal arbeiten, sagen wir mal, am Motor, Getriebe, hier hinten haben wir ein paar Reifen, da Räder liegen, macht ja auch alles. Das heißt also, wenn ich jetzt meine Sommer-Winterräder wechseln will, passiert hier auch ganz genauso. Absolut. Gerade zu der Rädersaison, hauptsächlich das Rädergeschäft. Die Motormechanik ist ein großer Bestandteil. Getriebemechanik kommt nicht so häufig vor, aber es kommt immer mal wieder vor, dass auch ein Zylinderkopf ausgebaut werden muss oder zum Beispiel Ventile erneuert werden muss. Gehört alles noch mit zum Aufgabenbereichen der Kfz-Mechatroniker. Ich glaube nämlich viele da draußen, die denken halt auch, ja, der Kfz-Mechatroniker, der macht halt einen Ölwechsel, der macht Sommer-Winterräder, das ist es gar nicht. Das ist eigentlich klar, es gibt diese Saisonzeiten, wie du es gerade gesagt hast, zum Glück ist es vorbei, die Reifenwechselzeit, aber ihr macht auch viel komplexere Arbeiten. Also wie du gerade gesagt hast, also Motor, Getriebe, elektronische Dinge. Das heißt, also es ist nicht einfach nur, ich stelle mich unter das Auto, saue mir die Finger ein, sondern es ist wirklich komplex. Ganz genau. Wir haben sehr viele Arbeitsfelder. Natürlich gehört auch der Service dazu, klar. Aber viele Probleme sind auch außerhalb vom Service, die auftreten und die wollen gelöst werden. Und dafür sind wir zuständig. Wie lange muss ich lernen, um mich Mechatroniker zu nennen? Also du bist Azubi. Wie lange genau, muss ich insgesamt? Ich komme jetzt in vierte Lehrjahr. Das heißt, 3,5 Jahre geht die Ausbildung. Und dann kann man sich stolz Kfz-Mechatroniker nennen. Okay, das heißt also, nach 3,5 Jahren bist du dann fertig, kannst selber, gut, selbstständig machst du es in der Lehre auch schon wahrscheinlich in der Ausbildung, aber Autos reparieren. Du bist fast fertig, hast du gesagt. Ganz genau. Eure Chance. Also, wer den Platz vom Alex einnehmen will, die Chance. Eine Frage habe ich noch. Ausbildung ist schulische Ausbildung, also Berufsschule wahrscheinlich, und praktische Ausbildung. Also das heißt, duales System auch? Ganz genau, wir haben ein duales System. Wir verbinden die Praxis aus dem Betrieb und die Theorie aus der Berufsschule miteinander und versuchen so eine bestmögliche Ausbildung zu bekommen. 3,5 Jahre musst du lernen. Du sagst, du bist im vierten Lehrjahr. Das heißt also, so gut wie durch. Wer Lust hat, Kollege vom Alex zu werden, bewerbt euch gerne. Sternauto GmbH, die suchen immer nach Mechatronikern. Also von daher eure Chance eventuell. Wir haben aber noch andere, oder ihr habt noch andere Jobs hier, also technische Berufe. Richtig? Also wo kann ich als nächstes hin? Gib mir einen Tipp. Ganz genau. Wir haben als nächstes den Nutzfahrzeug Kfz-Mechatroniker. Und natürlich die Karosserieinstandsetzung und den Lackierbereich.